Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, diesmal im Hauptmenü. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund, denn es ist das neue Update raus. Wir spielen jetzt wieder die Public Beta Branch Group, also die öffentliche Beta. Und es kam ein Update, und zwar das Versionsupdate 1.0.11816. Beta. Man kann das hier unten jetzt alles durchlesen. Crash beim Benutzen von Kabeln gefixt, Crash beim Benutzen von Werkzeugen, also sprich, da ist es bei Spielern halt häufig gecrashed. Dann Pumpeneinsatz, Nottüröffnung, wurde alles reaktiviert und überarbeitet. Ich meine, wir haben es gerade im Video gesehen, ne, das Kev kommt an und wir sehen gar kein Wasser. Also der Pumpeneinsatz funktionierte für uns gar nicht. Dann Namensfilter für Serverliste, also im Online-Modus. Der Zimmerbrand, die Alarmierung wird jetzt nun abgespielt. Fehlerhafte Pumpenanzeige am LF24 gefixt. Die KI öffnet nun nicht mehr selbstständig die Balkontür in brennenden Wohnungen. Das war ja so, ne, dass sie das getan hat und damit automatisch belüftet wurde. Das ist nun alles über den Tactical View dann wahrscheinlich machbar. Neue Spieleinstellungen. Tactical View Kontrolle behalten. Da werden wir gleich mal schauen, was wir hier haben in der Spieleinstellung oder ob das ein allgemeines Ding ist. Dann Verkehrsunfälle. Dort kann man jetzt auch als Spieler die KI, die Batterie abklemmen. Das war vorher nicht immer so. Also ich zum Beispiel konnte es nicht oder bei manchen Einsätzen konnte ich es, bei manchen nicht. Ich habe ja auch ein wenig Offstream gespielt, auch wenn ich recht viele Videos jetzt schon von Notruf hochgeladen habe. Straßennamen werden jetzt in den Navis mit eingeblendet, das ist eigentlich ein nices Gimmick, braucht man nicht unbedingt, aber nice to know, wo man gerade ist. Dann Rückmeldungen beim Testen der Motorhaube eines Unfallfahrzeuges gefixt. Ich weiß jetzt nicht, was die meinen mit Testen der Motorhaube. Ich weiß nicht, ob damit beim PKW-Brand ist es ja so, dass häufig unter der Motorhaube noch ein Feuer ist. Da weiß ich nicht, ob das damit gemeint ist, dass diese Motorhaube sozusagen mit der WBK getestet wird oder ob es ums Aufbrechen mit dem Halligan-Tool geht bei einem VU. Keine Ahnung, aber wird schon passen. Dann Sound- und Effekte des Einsatzhorns optimiert und bei der Tierrettung ist wohl die Kranposition für die KI gefixt. Jetzt schauen wir mal in den Spieleinstellungen. Tactical View Kontrolle behalten. Ich teste jetzt einfach mal, was das bedeutet. Genau, ich wurde auch gefragt, auf was für Grafikeinstellungen spielst du. Man sieht es hier, wir haben eigentlich alles auf Maximum, ne, auch Objekte vorgegeben, Verkehrsdichte, Fußgängerdichte, gerade weil die Fußgängerdichte heruntergeschraubt wurde, und dann spielen wir halt auf 4K und alles bis auf V-Sync und Bloom haben wir aktiviert. Ja, ach rein, dann ein privates Spiel. Wir spielen einmal neu, beziehungsweise legen einen neuen Spielstand an. Und dann schauen wir mal. Ich finde halt echt diese Loading Screens manchmal ganz interessant. Da würde ich es mir dann wünschen, gerade weil die Texte manchmal doch länger sind, dass man dann auf Weiter klicken muss oder so. Also es ist jetzt mein persönliches Ding, damit man die Texte in Ruhe durchlesen kann. Genau, nicht wundern. Ich habe das ausgestellt, dass wir hier dieses Antreten, dieses morgendliche Antreten haben, denn nach jedem Patch muss man wieder neu spielen und ich bin ganz ehrlich, ich möchte euch ja jetzt nicht noch 10 Minuten warten lassen, weil hier die Drehleiter hoch und runter fährt und das echt lange dauert, sondern hoffe jetzt einfach, ich würde jetzt, glaube ich, das Kev nehmen, da gab es jetzt die größten Neuerungen, denn entweder fahren wir einen Pumpeneinsatz oder eine Türöffnung und beides wurde ja überarbeitet, beziehungsweise reaktiviert. Und ja, dann ist es natürlich kein Wunder, dass im letzten Video mit dem Kev das nie so ganz geklappt hat. Deshalb, wir schauen mal in der Hoffnung, dass jetzt ein Einsatz für das Kev kommt. Na? Schade, das ist es nicht. Wir hören mal rein. Achtung, Brandschutz, Containerbrand. Einsatz für TLF-1. Ja, ganz ehrlich, dann nehmen wir den Einsatz, würde ich sagen, trotzdem mit. Ich meine, ändern können wir es nicht.
ich bin jetzt interessant. Wir haben ja den Tactical View hier in den Einstellungen, ne, nur noch mal Kontrolle behalten, haben wir jetzt nicht. Deshalb bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob wir trotzdem irgendwie da was haben. So, Einsatzstelle, wir klicken das mal an. Und dann geht's jetzt für uns auch schon los. Leitstelle Mülheim von 1 DLF 4001, kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, kommen. Rauchsäule bestätigt, Sie werden eingewiesen. Alles rein, wir werden eingewiesen, also so wie bei jedem Containerbrand. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde das schön, dass man jetzt hier die Namen sieht, aber die sind so klein, sorry, die hätte ich persönlich jetzt nicht gebraucht. Na, dann fahr rum da jetzt, Willi. Ich finde auch gleichzeitig, aber das habe ich glaube ich schon mal gesagt, oh, jetzt fahren wir über den grünen Streifen. Ich finde die, die Tonspuren hier fürs Funken echt nicht so optimal. Also ich finde die sehr, die wirken sehr kalt, sehr emotionslos und das ist ja gerade je nach Stichwort in der Realität nicht. Da kann es schon mal hektischer werden, da ist vielleicht auch mal ein Funk, den man nicht versteht, auch sowas wäre natürlich schön, wenn man dann halt einfach sagen müsste, hier wiederholen Sie einmal alles, konnten Sie nicht aufnehmen. Oder wenn man halt, ja, wenn man einfach auch eine Auswahl hätte, wie bei einem RPG, wie es auch beim Einsatz bzw. bei der Fahrzeugüberprüfung ist, dass man auswählen kann, hier Taste 1 ist ja die und die Lage, Taste 2 ist die und die Lage, immer logischerweise auf den Einsatz angepasst, bedeutet, wir fahren zu einem Feuer, dann kann ich halt die Lagemeldung geben, brennt. Brennt in voller Ausdehnung. Brennt in voller Ausdehnung, ich brauche Stärkung und so und alarmiere dann halt nach. Oder brennt nicht, war ein Fehlalarm. So, was ist denn das jetzt hier? Wir fahren hier einmal quer durch die Stadt, sind hier gleich im ländlichen Bereich, da vorne ist es. Ich glaube, auch den Einsatz hatten wir bis dato nicht. Zumindest weiß ich nicht, dass wir schon mal so lange gefahren sind. Bis aufs Cap vorhin, da sind wir ja auch recht weit gefahren. Das war auch eine schöne Alarmfahrt. Gerade auch, weil das Kev ja schon losgefahren ist, ne? Wir haben es ja übernommen, als es schon fast da... Oh. Das sieht aber schon dicker aus, Freunde. Also sage ich so, wie es ist. Huch. Und da seht ihr, die Fahrphysik ist noch nicht so geil. Da sliden wir noch ein bisschen. Leitstelle Mülheim von 1 DLF 4001, kommen. So, was haben wir hier? Nebelleuchten. Ja, komm, alles anmachen, was auffällig ist. Hier, Leitstelle Mülheim, kommen. Gerätefachbeleuchtung ein. Das ein. Alles Lagemeldung. Container und Unterstand im Vollbrand. Angrenzendes Wohnhaus gefährdet. Maßnahmen werden eingeleitet. Kommen. Okay, schade. Wir müssen jetzt trotzdem mit dem taktischen Modus agieren. Das heißt, das tun wir. Hier sagen absichern. Straße absichern. Absitzen, Straße absichern. So rum. Oh man. Ich glaube, ich bin ein bisschen durch. Und wir alarmieren das LF24 nach. Und den RTW selbst sichern. Einfach, weil es hier doch... Es ist genau an einem Wohnhaus. Man sieht das hier, ne? Wir machen jetzt... Okay, ich kann auch nicht die Lageerkundung machen. Aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt erstmal gucken müssen, dass wir die Schotten aufkriegen. Dass wir voll einsatzbereit sind. Das machen wir natürlich auch. Was bedeutet denn dann das hier? Dann stelle ich das jetzt einfach mal um. So. Ich mache hier mal meine private Ortsbegehung. Ne, man sieht es hier. Feuer direkt am Gebäude. Ich meine, wir haben jetzt zwar noch einen gut 1 Meter, 1,50 Meter Platz. Allerdings darf man nicht verkennen. Dieser Rauch ist ja auch warm. Man erkennt jetzt kaum noch, ob da oben Fenster sind, die möglicherweise geöffnet sind. Ja, auf jeden Fall wird hier das Ganze natürlich durch den Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb, wir müssen jetzt hier agieren. Wir sagen jetzt erstmal eine
wir machen einen Löschwassereingang. Und danach, wobei, nee, wir machen das erstmal. Denn leider können wir, also müssen wir immer so nach und nach das alles machen. Wir können jetzt nicht sagen, hier, der Maschinist macht jetzt das und wir bereiten uns schon mal drauf vor und fangen schon mal mit dem Schnellangriff irgendwie an. Auch das würde ja in der Realität bei so einem Ding, wenn du zu zweit bist, würdest du halt erstmal mit dem Schnellangriff arbeiten und dann gleichzeitig noch ein Heer alarmieren. So, jetzt frage ich mich natürlich, wie sieht es denn hier aus mit dem RTW, der ist noch auf Anfahrt. Das LF auch. Jetzt müsste hier hinter eigentlich der RTW kommen. Aber okay. So, ich organisiere das Sammelstück. Ne, er organisiert das Sammelstück. Erst rein. Übergeht er mich jetzt, wenn ich jetzt hier kein Ding mache? Also wenn ich jetzt was nicht mache, weil ich bin der Meinung, unten links stand eben gerade, nimm dir das Sammelstück und mach's an die Pumpe dran. Und das haben wir ja nicht getan. Auch hier diese Stutzen. Ja, da könnte man natürlich auch einfach Wasser, dann braucht man das Sammelstück nicht. Kann man ja einfach umgehen. So, der das Tanklöschfahrzeug. Einmal Brandbekämpfung, Löschangriff mit Schnellangriffseinrichtung. Dementsprechend gehen wir hier ran. Ach nee, wir waren ja Maschinist, ich Idiot. Wir gehen erstmal hier ran. Zack. Leitstelle Mülheim von 1 DLF 4001. Kommen. So. Pumpe an. Wir erhöhen die Barzahl. Leitstelle Mülheim. Kommen. Und dann löppt der Lachs. Wir haben hier jetzt auch, also ich weiß nicht, ob wir eine Ausbreitung hatten. Brand droht nicht auf Wohnhaus überzugreifen. Kommen. Wie droht nicht? Klar. Das ist verstanden. Ende. Klar droht das auf Wohnhaus überzugreifen. Deshalb haben wir doch hier nachalarmiert. Ich finde auch hier auf die Vegetation hat sich ja schon ausgebreitet. Ich meine, die Pumpe müssen wir jetzt hier nicht permanent belasten. Ah, das hat doch was. Also bin ich ehrlich, das ist schon ein richtiges Feuerchen. Der Brandherd hat sich ver... Oh, ja, ganz krasse Veränderungen vom Brandherd her. Habt ihr hoffentlich gesehen. So, ich mache hier mal schnell ein Foto. Zack, das haben wir im Kasten. Einfach weil das ganz schnaft aussieht und muss es im Nachgang nicht machen. Und da kommt das LF. Oder es wäre gerne vorbeigekommen und es kommt nicht durch. Ich finde es ja gut, dass das passiert, aber da würde ich schön finden, wenn die KI agiert und umparkt. Egal, wir benutzen hier die Pumpe. Das ist unser Auftrag. Schauen uns das an und gleichzeitig sagen wir dem LF. So, Dornenkamm. Alter Finne, Dornenkamm, da waren früher immer die Einsätze. Immer in der damals Notruf 1. In der Beta war da immer der Einsatz. So. Ganz ehrlich, da würde ich persönlich gar nicht parken, weil das irgendwie, finde ich, ein Stück weit im Rauch ist. Aber okay, müssen die wissen. Auch später, wenn man jetzt hier das Feuer übergreifen würde, Drehleiter im Einsatz und so, das Fahrzeug steht kacke. Aber okay, umparken können wir nicht. Das heißt, wir können nur sagen, absitzen und erstmal lassen wir sie absitzen. So, einmal da drauf. Nein, das wollte ich nicht. Nachher muss ich hier selbst noch ackern. Kein Einsatzleiter verfügbar. Ja, wenn es so ist, ELW nachalarmieren. Sag ich, wie es ist. So. Das hier finde ich okay. Ganz ehrlich, das hier ist ein schöner Bereitstellungsraum für den Rettungswagen hier auf dem Parkplatz. Das ist Schnafte. So, Einsatz organisieren. Hier können wir nicht viel machen. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall auch auf den Löschwassereingang sowie auf den Löschwasserabgang.
markieren wir einmal und sagen, hier vorne hätte ich gerne einen Verteiler. Kann der immer noch hier rumgehen und dann gleichzeitig von da aus auch löschen. Dann gehen wir auf unseren Einheitsführer, damit wir nicht groß arbeiten müssen. Denn wir sind ja recht faul. Und sagen auch hier einmal absitzen, bitte. Ich finde schön, dass der Verkehr da schon angehalten hat. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr groß absichern. So, der Verteiler ist gesetzt. Man sieht es hier vorne. Das ist ganz cool. Also das ist ein Einsatz, den hatte ich bis dato auch nicht. Beziehungsweise, klar, Containerbrand, gerade mit dem Tanklöschfahrzeug hatten wir schon ein paar Mal. Aber noch nicht in dieser Art und Weise, beziehungsweise in diesen Ausmaßen. Und das finde ich so schön, so interessant. Gerade auch der Unterschied zwischen Notruf 1 und Notruf 2 ist halt noch, nicht nur die Bugs, die sind in Notruf 1 auch. Weil viele jetzt sagen, oh, Notruf 1 ist viel besser. Ja klar, hat ja auch viel mehr Entwicklung bis dato gekostet, aber ich finde, Notruf 2 ist dahingehend sehr, sehr schön. Beziehungsweise Notruf 1 ist halt, der einzige Vorteil da ist halt, dass die Abwechslung höher ist. Ne? Also, dass es zwar immer die gleichen Einsatzszenarien sind, aber halt an anderen Orten und damit auch die Lagen anders sind. Das ist ja so das Beeindruckende, sage ich mal, an der Feuerwehr, dass es halt ja häufig dann doch der Fall ist. Dass die Einsätze immer anders sind und dadurch eine gewisse Abwechslung zustande kommt. So, jetzt haben wir einen Löschwasserausgang. Jetzt möchte ich natürlich noch einen Löschangriff mit einem Hohlstrahlrohr. Damit hier auch so ein bisschen was passiert. Weil ich glaube, der eine Typ da, der da schon anfängt zu löschen, der braucht da schon ein bisschen Unterstützung. Na, läuft's, Willi? Wir haben jetzt hier nochmal abgesichert. Eigentlich wäre das hier jetzt auch sinnfrei. Wir könnten jetzt hier vorne gleich zumachen. Ich meine, kann ich ja mal schauen. Das könnte ich mit dem ELW dann aufbauen, dass die wirklich sich... Meiner Meinung nach, der Einsatzleitwagen könnte sich jetzt hier hinstellen. Damit blockiert er nicht viel. Und dahinter dann wirklich noch was. So, das NEF würde ich gerne nachalarmieren, geht aber nicht. Und es ist jetzt auch vorgegeben, was wir alarmieren können. Das heißt, ich kann nicht sagen, Manpower, ich nehme noch SCAF dazu. Geht nicht. So. Damit sind zwei Rohre im Angriff. Der ELW klingt so, als ist er gleich da. Aber da kommt er nicht durch. Das heißt, da müssen wir jetzt agieren. Ist natürlich cool, dass hier jetzt hier auch ein Rückstau entsteht. Was schade ist, ist, dass man nicht mit der Polizei, die man nachalarmieren kann, die man sogar spielen kann, dass man da nicht den Verkehr umleiten kann oder so. Sondern es bleibt jetzt hier oder kommt jetzt verkehrstechnisch zum Erliegen. Hier ist natürlich... Okay, hier ist die Aufstellung auch noch okay. Ist halt Panne, wenn wir jetzt noch weitere Löschfahrzeuge bräuchten, aber hey, who cares? So, der Einsatzleitwagen. Da einmal bitte absitzen. Straße absichern. Hier, zack. Da einmal absichern und ausführen. Und dann hätte ich gerne beim Elef. Ich meine, hier haben wir uns jetzt beim Tanklöschfahrzeug übrigens für den Schnellangriff entschieden. Dadurch, dass wir logischerweise, wir hatten hier die Gefahr der, also meiner Meinung nach zumindest, die Gefahr der Ausbreitung. Wir haben hier die Vegetation, die raucht, die Mülltonnen, das ganze Carport steht im Vollbrand. Ne, allein die Wärmestrahlung hier auf die Fassade des Hauses, der Rauch, ne, hier oben haben wir Fenster, wir haben hier noch das Haus, ne, das könnt ihr alles rüberziehen. Deshalb war in meinen Augen schon richtig, als das LF dann da war, logischerweise... Hier, eigentlich dachte ich, er löscht von hier, sodass wir eine kleine Riegelstellung haben. Könnten hier jetzt noch agieren, aber ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Ich hätte trotzdem gern noch einen Löschwassereingang, den haben wir halt noch nicht. Wobei ich nicht weiß, ob der Tank hier überhaupt leer wird. Cool, die haben sogar abgesperrt da, das ist traumhaft. Kann ich jetzt sagen, einmal Ortsbegehung? Ne, kein Einsatzleiter verfügbar. Haben wir extra deshalb alarmiert. Oh man. Traurig, traurig. Aber okay. Das ist halt das Spiel, das uns jetzt sagt, hier, da gibt es keine weitere Möglichkeit für. Ne, weil halt genauso wie mit der Drehleiter, wir könnten die jetzt noch, komm, ich alarmiere nochmal die Drehleiter nach. Da wäre es jetzt eigentlich effektiv, wenn die sich ja eigentlich hier hinstellt, in dem Bereich.
weil wir, wenn wir hier im Kreuzungsbereich wären, wir aufs Dach kommen und halt hier die Fläche angreifen könnten. Wobei ich es persönlich auch schöner finde, wenn sie eher in Richtung Elef ist, weil dann könnte man mit dem Elef zum einen einspeisen oder das Tanklöschfahrzeug einfach zurücknehmen, weil das hat noch keinen Verteiler gesetzt. Schnellangriff zurück, hier eine B-Leitung runterlegen, die Drehleiter speisen. Die Drehleiter könnte dann hier gegebenenfalls oben noch zur Menschenrettung agieren und so. Müsste man mal sehen. Egal, die braucht jetzt erstmal einen kleinen Moment. Da rollt sie auch schon. Auch die Pol alarmieren wir jetzt nach. Aufgrund der Tatsache, dass das hier doch ein größeres Ereignis ist. Wobei, vielleicht machen wir jetzt auch aus einer Mücke einen Elefanten. So, egal. Wir gehen raus aus dem taktischen Modus. Ich finde nicht, dass wir hier, also das großen Unterschied macht, ob taktischer Modus an oder nicht an ist. Brandbekämpfung, Löschangriff, zack. Kohlenstoffdioxidlöscher, also ein CO2-Löscher und den Pulverlöscher brauchen wir nicht. Bei der Kübelspritze hätte ich es gern gesehen, bin ich ehrlich. Haben wir hier eine Kübelspritze? Wobei, dann nimmt der, also ich glaube, das wäre dasselbe Personal, deshalb möchte ich das eigentlich weniger. Aber wir können hier gerne mal als Angriffstruppführer, ne, man sieht es ja auch schon. Ne, hier ist es schon so ein bisschen verraucht, deshalb, ich kann das schon verstehen, dass wir da jetzt so großräumig agieren. Jetzt muss ich mal schauen, wo haben wir hier die Kübelspritze, müsste auf der anderen Seite sein. Ich hätte jetzt gedacht, dass die hier ist. Das ist für mich auch keine Kübelspritze. Das ist ja so ein Hochdruckding. Das wäre für mich so eine High Press oder wie die Dinger heißen. Unendlich viel Tankvermögen. Traumhaft, so mag ich das. Das sieht. Beginne Löschangriff. Hier brennt nichts mehr. Naja. So, ksch. Wir löschen das jetzt alles mit kleineren Sachen ab. So. Kein Feuer entdeckt? Was? Also wir werden hier safe noch in der Mülltonne, kann ich euch jetzt schon prophezeien, da sind Glutnester. Glutnester suchen. So, ich glaube, das Elef kann es jetzt nicht machen, ganz... Oh doch, die könnten das auch machen, okay. Ich dachte jetzt, die können es nicht, weil sie nicht primär in diesen Einsatz eingebunden sind. So, wir übernehmen einmal den Streifenwagen. Wir haben es doch alle geahnt. Und gleich kommt auch die Drehleiter. So, hier einmal rumdriften, Handbremse anziehen und dann heißt es ab dafür. So, und dann stellen wir uns hier einmal hin. Ich glaube auch die Drehleiter, die brauchen wir jetzt nicht mehr, bin ich realistisch. Man könnte jetzt natürlich, weil man es von unten nicht sieht, nochmal erkunden lassen, ob da oben die Fenster offen waren oder nicht, sodass gegebenenfalls Rauch reingezogen ist in die Wohnung und wir da nochmal agieren müssten. Ja, wir können die Drehleiter jetzt auch nicht abbrechen lassen. Traumhaft. Ist ein Dream hier, ist ein Dream. Deshalb doch einmal auf den Maschinisten wechseln. Und wir sehen schon, hier hat sich ein doch größerer Rückstau gebildet. Und gerade hier für so eine Drehleiter, sage ich so, wie es ist. Ich bin ja froh, dass die hier die Kreuzungsbereiche frei halten. Dadurch ist dieser, naja, Bug will ich es jetzt nicht nennen, aber dieser Rückstau, der doch sehr übermäßig ist, für uns natürlich sehr effektiv. Weil wir immer noch durchkommen. Genau, da ist doch eigentlich eine gute Position. Finde ich jetzt. Bräuchten wir zwar jetzt nicht mehr die Drehleiter. Das war ein bisschen übermotiviert von uns. Aber okay. So. Einmal zurück. Die einmal bitte absitzen. Ich glaube, eine Anleiterbereitschaft sparen wir uns jetzt, weil das dauert einfach 3 Jahre, bis wir das wieder abgebaut haben. Und auch hier einmal absitzen. Ich meine, okay, diese Straßensperre, die war natürlich auch nur anfangs, ne, weil wir hätten ja hier auch nur agieren können. Mal gucken. Ja, so wie es aussieht, Glutnester wurden beseitigt. Das heißt, von mir aus können die zusammenpacken. Und die können auch zusammenpacken.
Wassertank nicht vollständig gefüllt. Jetzt gehen wir auf Brandbekämpfung. Und wir können halt nicht mehr Löschwassereingang machen. Weil es bereits erteilt wurde. Jetzt warten wir mal ab. Vielleicht agieren sie ja, wenn hier vorne das Ganze weg ist. Vielleicht ist das der einzige Hydrant hier in der Nähe. Aber das ist auch was, wo ich sage, das ist halt unglücklich. Ne, weil sonst haben wir jetzt das LF nicht mehr einsatzbereit. Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, hier, die haben PA-Geräte verbraucht. Schläuche sind verbraucht. Die Kameraden sind jetzt auch körperlich ein Stück weit belastet. Weshalb man sagen kann, dass das Fahrzeug einfach jetzt gerade nicht einsatzbereit ist. Dann haben wir Wasser verbraucht, können es nicht auffüllen. Da wäre es jetzt cooler zu sagen, okay, fahrt zur Wache, füllt da auf. Nun gut. Dann würde ich die ersten Kräfte schon mal einpacken lassen und einrücken lassen. In dem Fall wäre das hier für mich RTW, Drehleiter und ELW. Ich hoffe, dass die irgendwie heile zu Hause ankommen. Ich befürchte nämlich, dass das nicht der Fall ist. Ich finde es auch schön, dass Absitzen automatisch bedeutet, reißt alle Schotten auf. Ist eigentlich ganz praktisch, spart uns dann nämlich die Zeit, wenn sie wirklich gebraucht werden. Seht ihr, jetzt hat das LF hier nämlich die Wasserverbindung aufgebaut. Und jetzt könnten wir... Okay, ist noch nicht vollständig gefüllt, mein Fehler. Aber dann könnten wir wahrscheinlich sagen, zusammenpacken. Wurde bereits erteilt, okay, woran liegt's? Das Telef schlammt da so ein bisschen, ne? Bei allen Einsätzen fällt mir das auf. Die Tanklösch-Fahrzeugbesatzung ist so ein bisschen faul. Nun gut. Dann müssen wir da jetzt noch Hand anlegen. Alter, ich hätte ja nicht gedacht, ne? Wir fahren hier einen Einsatz, der als Feuer klein gemeldet wurde. Haben hier im Endeffekt, wir sehen das ja jetzt von oben ganz schön, 4000 Liter Mülltonnen, die hier brennen, plus Carport, plus Vegetation drumherum. Hat eine mögliche Ausbreitung auf nebenstehende Gebäude. Wir haben hier noch den Schaltkasten, der fällt mir jetzt erst auf. Ja, der Stromkasten daneben. Ich finde nicht, dass wir übertrieben haben, indem wir auf jeden Fall das LF und den RTW dazu alarmiert haben und halt auch die Sheriffs. ELW, okay, aufgrund der Lage dann. Und die Drehleiter halt, falls es wirklich übergesprungen wäre, das Feuer, haben wir jetzt in dem Fall Glück gehabt. Es wäre natürlich interessant, ob sowas auch passieren könnte. Dass man dann sagen muss, oh scheiße. Feuer ist übergeschlagen oder hat übergeschlagen. Sodass man dann wirklich großräumiger alarmieren müsste. So, jetzt erstmal hier den Tritt hochklappen. Und dann auch da oben das schließen. Also für so ungeduldige Leute wie mich ist das ja echt Fluch und Segen. Ich finde schön, dass sie das so hochklappen und runterziehen mit Animation und so. Ich finde es aber... Also ich würde mich da eher freuen, wenn ich das überspringen könnte. Mir geht das zu langsam. So, das einmal schließen. Ich wurde auch gefragt, ob ich nicht irgendwie einen Fahrzeugskin drauf machen wollen würde, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde, ne. Ich finde, das macht zurzeit zumindest keinen Sinn. So, jetzt hier einmal abrücken. Das LF zusammenpacken. Die Drehleiter. Ja, man sieht es jetzt hier, jedes Fahrzeug hat jetzt den Bug, dass es nicht zusammenpacken kann. Also wir sehen das hier bei der Drehleiter ganz schön. Und gerade war es das Tanklöschfahrzeug. Jetzt ist es hier die Drehleiter. Ich verstehe nicht, warum. Leitstelle Mülheim von 1 TLF 4001, kommen. Auch der ELW hat das Problem. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Ja, Feuer aus, Einsatzstelle an die Pol. Abschließende Lagemeldung. Feuer aus, Einsatzstelle an Hausmeister übergeben. Rücken wieder ein. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Also ich glaube, ich gehe safe davon aus, dass hier ein Hausmeister vor Ort war. Keine Frage. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo. Ich habe keinen gesehen. Aber ich kann gern gleich nochmal nachgucken. So, die Tür einmal zu.
Okay, man macht die von der Seite zu. Gehen wir mit dem Gruppenführer nochmal. Was hat der denn hier für einen Auftrag? Nein! Was machst du, Junge? So. Was ist hier der Auftrag? Einfach hinstellen, oder was? Okay, hier wären wir auf jeden Fall nicht reingekommen. Das heißt, das Feuer hätte auch gar nicht überschlagen können. Aber ich schaue jetzt trotzdem nochmal, ob hier überhaupt ein Typ steht. Hier steht nämlich gar keiner. Und das finde ich dann ein bisschen doof zu sagen, hier Hausmeister und so. Der agiert da. Wenn das kann sein, dass da noch ein Standrohr fehlt. Ich meine, was ist denn das? Nun gut, ich würde jetzt hier noch abbauen, die Fahrzeuge nach und nach reinschicken. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass wir das hinkriegen, nur halt, dass es ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, hakelig ist. So wie hier, also ich meine, hier muss halt noch ein Standrohr hin. Wir sehen alle, dass es da reinpasst. Nur das Standrohr will nicht. Dementsprechend, ich baue jetzt hier noch ab und versuche mein Glück, ob ich es hinkriege oder nicht. Steht noch in den Sternen. Bedanke mich an dieser Stelle ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wahrscheinlich morgen um 12 Uhr. Behaupte ich einfach mal ganz tollkühn. Weil da doch zumindest bis Samstag schon so einiges vorproduziert ist. Und trotzdem mache ich jeden Tag noch ein Video. Ich würde jetzt halt immer, wenn ein Patch kommt, ein Video machen, ansonsten würde ich diese Videos bis Samstag auslaufen lassen. Dann mal schauen, was sich so getan hat. Vielleicht auch am Samstag im Stream. Müssen wir mal gucken. Na gut, bis dahin. Tschüss.